Herzlich willkommen zurück bei The Vanishing of Ethan Carter. Ich habe jetzt nachgeschaut. Und wir müssen zu Sicherheit doch nochmal dieses nette Rätsel in der Mine machen. Das werde ich schnell erledigen. Und da weiß ich eh schon, wie es weitergeht. Aber es ist gestanden, man sollte, bevor man dort weitergeht dann, wo es halt dann weitergeht, alle Rätsel lösen. Und das möchte ich dann doch nicht wieder alles noch mehr zurücklatschen, als wir jetzt schon müssen. Das ist ja schon mühsam genug hier. Tralala, tralali. Toll, das Gefährt ist weg. Dort unten werde ich übrigens etwas cheaten. Ich will jetzt nicht die ganzen Leichen, die man dort unten suchen müsste, suchen. Deswegen werde ich einfach dann hingehen zu dem Tor und die richtige Kombination eingeben, die ich rein zufällig weiß. Ja, weil, boah, ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder erschreckt vor diesem Monster. Ist ja doch nicht so cool. Meine Güte, geht's so weit runter. Das wundert mich immer wieder. Ja, ist eigentlich klar. Gut. Einfach dort vor. Gleich hier rechts. Und nochmal rechts. Ist das neu? Konnte man schon immer gleich rechts laufen? Ich glaube, da war es irgendwo gerade. Zumindest hat sich so angehört. Habe ich dich schon gelesen? Ich glaube, das vor langer, langer Zeit habe ich das mal gelesen, ja. So, dann machen wir mal. Falsch, richtig. Ja. Ja, und gleich haben wir es. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das weiß ich eigentlich nicht. Zack. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Was war das jetzt hier für ein cooles Zeug?
Ah, lesen. Hoppala. Ich habe mich gerade gewundert, was ich hier tun soll. Lesen. Der Fluch des Seemanns ist das hechonische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemanns zur Knei beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Kneis Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Elternscherben zu erstechen. Knei verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt andere daran zu hindern, das Seemanns zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Whoa. Ah, das haben wir gerade gelesen. Was ist das? Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter. Das amerikanische Patent- und Marktamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 15 blablabla diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf. Alle haben Sie bestanden, Mr. Carter. Wir würden diese und zukünftige Angelegenheit gerne als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James McKay, Verwaltungsdirektor. Steht da hinten noch was drauf? Nein. Was steht hier? Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Da ist jemand nicht ganz so glücklich. So, jetzt kann ich wieder ein Stückchen hier laufen. Zum Glück musste sich dieses Monster irgendwie davonlaufen. Wäre doch mühsam gewesen. Und jetzt wieder raus. Herrlich. Ja, in dieser wunderbaren Schwefelgrube hier. So, weiter geht's. Jetzt geht's eben darum, endlich weiterzufinden. Ich glaube, ich weiß auch jetzt, ich habe es mir ein bisschen durchgelesen, wie es jetzt weitergeht, aber nicht gesehen, wo es dann weitergeht. Also, ich weiß jetzt, wo wir dann hin müssen, aber nicht mehr, wie es dann weitergeht. Das habe ich dann nicht mehr gelesen. Also, ich weiß es nicht, haben wir die Turbine ausgeschalten? Kann sich daran noch jemand erinnern? Diese nette Turbine hier ist aus. War die eigentlich nicht schon immer aus? Jetzt soll es hier tatsächlich einen Weg geben, wo man drüber kommt. Wäre ich nie drauf gekommen. Hoppala. Da muss das gute Spiel schon ein bisschen nachladen. Wo führt dieser kleine Pfad hier hin? Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Wieso?
Wow. Vielleicht geht's jetzt mit denn. So, was lerne ich jetzt endgültig daraus? Ich werde nicht mehr probieren, irgendwelche Screenshots zu machen während des Spiels. Anders mache ich irgendwie dann anders später. Weil es hat sich wieder aufgehängt. Ich will nicht dauernd Folgen zusammenschnipsen. Ist ja schon bei der letzten Folge so gewesen. Das machen wir jetzt nicht noch einmal. So, ich bin, wie ihr seht, wieder am Weg. Den Pfad zurück. Halt dort, wo wir abgestürzt sind das letzte Mal. Ja. Ethan was close. Ja, kennen wir schon. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Ich bin echt gespannt, wo wir Ethan auch wirklich dann begegnen. Das war echt schön hier. Was war das? Hinten sieht man durchs Level. Glaube ich. Ist das ein Haus gewesen? Ich dachte jetzt gerade, das wäre ein Schiff oder so irgendwas gewesen, aber das war tatsächlich mal ein Haus. Wo ist denn da der Eingang? Etwa hier? Nein. Da ist etwas. Ah, hier. Schön. Ethan. Huh? Ich dachte, ich muss jetzt wieder irgendwas. Ach so. C müsste dann hier sein. O. R. Ja, so ist hat das funktioniert. Okay. Da hinten sitzt jemand, bitte steh nicht auf. Verkohlt. Friedlich. Wow. Hilft er ihm, das zu verbrennen?
Müsste es eigentlich so sein. Oder? Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. Grandpa, no! Oh God. Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Bitte was? Ich kann denn das so... Seelen ruhig sitzen und verbrennen. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Again, I knew this story, and it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Bitte was? Ich glaube, ich habe alle, oder? Sind das wir? Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma! He's in here! Honey, be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories? I mean, what the fuck? Ethan! You missed dinner. I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on,
faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh, Jesus! Oh, God! What do we do? What do we do? I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Ist Ethan also gestorben? Ich hab grad Gänsehaut. Er ist gestorben, okay. Aber seine Familie ist es noch nicht in Wahrheit verrückt. Sie versuchen gerade hier. Okay, Chat gibt auf. Trauriges Ende. The Astronaut. Adam Bienias, Adam Brita, Adrian Kimmelarts und viele, viele andere. Was für ein Ende. Es ist alles schlüssig, man muss eigentlich nicht überlegen, er hat sich alles ausgedacht. Das war eine Geschichte von ihm geschrieben, die er sich halt dann angesichts seines Todes anscheinend selbst sozusagen erzählt hat im Kopf. Und dass ihm halt Paul Prospero rettet. Und halt eben auch nicht. Eine traurige Geschichte. Also viele Fragen sind nicht offen geblieben. Also eigentlich habe ich gar keine momentan. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ob es euch enttäuscht hat oder ob es genau das gewesen ist, was euch erwartet habt oder positiv überrascht. Je nachdem. Also ich bin zufrieden. Sagen wir so zufrieden. War ein richtig gutes Spiel von der Story her vor allem. Und ich mag Story-Spiele an sich. Es war wenig Spiele eigentlich dabei. Es war eher nur so Rätsel dann zu lösen.
und dann halt die Reihenfolge zu finden und halt dann dieses Monster unten. Das hätte uns vielleicht sparen können. Ja, aber sonst eigentlich alles gut. Gute Geschichte, gute Grafik, bei Weitem. Ja. Gut, dann wäre dieses Let's Play auch zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder auch nicht. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich in einem neuen Let's Play, in einem anderen Let's Play oder wie auch immer. Ich verabschiede mich mal von hier. Lasst die Credits noch durchlaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.